So, hallo und jetzt kommt zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe hier in Forza Horizon 5. Wir sind zurück und heute habt ihr natürlich sicher ein anderes blaues Fahrzeug erwartet, was verständlich ist, weil natürlich der 992 GT3 hat seinen Weg in Forza gefunden. Aber ich dachte, da ihr damit natürlich heute zugeworfen werdet auf YouTube und dementsprechend ich euch gerne eine Alternative bieten möchte, schauen wir uns das Fahrzeug des dieswöchigen Carpasses an. 992 GT3 Video kommt natürlich noch, keine Sorge, aber ich dachte, wir machen dann so ein bisschen Kontrastprogramm. Bleiben natürlich weiterhin im Auto Hause VAG und schauen uns eins meiner aktuellen Lieblingsmodelle von Audi an, nämlich den Audi RS3 als Limousine. Ja, wir haben endlich nach dem 8P endlich einen Nachfolger RS3 bekommen. Jetzt lustigerweise eben nicht den Sportback, sondern die Limousine, aber finde ich gar nicht mehr so schlecht, weil ab dieser Generation hat Audi eben die Limousine angeboten als Bauform, neben eben dem klassischen Sportback. Konnte man den A3, S3 und RS3 eben jetzt auch als Limousine wählen. Muss sagen, ich glaube, als Coupé würde ich diesen Wagen auch brutal fühlen. Aber nichtsdestotrotz kam eine Limousinenbauform dazu und ich finde, das macht den ganzen Wagen optisch nochmal so viel geiler. Ich finde, die Limousine ist Audi bei dieser Baureihe so, so gut gelungen. Auch der neue RS3 als Limousine sieht einfach brutal geil aus. Ich finde einfach, die gesamte Seitenlinie und sowas steht diesem Wagen einfach sehr, sehr gut. Und ich bevorzuge mittlerweile die Limousine über den Sportback. Und dementsprechend bin ich umso froher, dass wir den hier reinbekommen haben. Ja. Wir haben ja in dem, sagen wir mal, Baureihenbereich relativ viel Updates mittlerweile bekommen mit dem Golf 7 R Facelift und dem Audi TTRS aus derselben Baureihe. Haben wir jetzt zusammen das VAG-Sortiment da in der Richtung Audi VW relativ gut abgedeckt. Und natürlich motortechnisch teilt der Kollege sich den Motor mit dem TTRS, den wir bekommen haben. 200 Liter 5-Zylinder Turbo, richtig geile Technik. Mal gucken, wie lange das noch zeitgemäß bleibt bei Audi. Ja, weil natürlich überall Umweltschutz, dies, das natürlich ein sich zieht. Und so ein 15er Turbo ist jetzt nicht unbedingt das, was man unter Umweltschutz, denke ich mal, bezieht. Klar, die Dinger sind mittlerweile, man braucht eurotechnisch und so mit OPF und Cut und so geregelt wie Hölle. Aber mal gespannt, wie lange Audi diesen Motor noch im RS3-Herzen drin ist. TTS ist ja mittlerweile eingestellt. Dementsprechend mal gucken, ob der RS3 nach dem aktuellen dann noch 5-Zylinder hat oder ob man da auf was anderes umsteigt. Man muss halt sagen, das ist schon so das Markante dieser Fahrzeuge. Ja, wie gesagt, Nachfolger gibt's schon. Das ist also nicht so wie beim 992 G3, wo wir das aktuellste Modell jetzt bekommen haben, sondern hier gibt's schon Nachfolger mittlerweile. Mal gucken, ob wir den noch irgendwann erhalten. Aber nichtsdestotrotz, wunderschönes Fahrzeug. Und das liegt, wie gesagt, hauptsächlich an diesem wunderbaren Herz, das wir hier drin haben. 200 Liter, 15 Liter Turbo, der hier drunter herrscht. Und muss ich auch sagen, vom Motorraum auch noch für ein modernes Auto recht attraktiv aussieht. Ne? Mittlerweile ist da ja alles zugebastelt und zugeballert. Ich finde, Audi macht das bei den 5-Zylinder-Motoren noch relativ schick mit dem Motorraum. Den finde ich immer noch recht ansprechend Design. Selber dran schrauben kannst du gut wie eh nicht mehr. Das ist mittlerweile vorbei, die Zeit. Aber nichtsdestotrotz. So, nämlich wollen wir natürlich auch in diesen Motor reinhören. Wie gesagt, das Herz kennen wir schon aus dem TTS. Auch Innenraum relativ viel Ähnliches. Hier noch ein bisschen mehr Armatur, ein bisschen mehr Bedienelement. Der TT ja doch ein bisschen leerer geräumt. Optisch. Aber jetzt geht es um das hier, nämlich den wunderbaren 15er Turbo. Das ist ja, wie gesagt, das Markante des RS3, was ihn ausmacht. Und eben davon von seinem kleinen Bruder, dem S3, abhebt, der ja nur einen 4-Zylinder-Motor bekommen hat. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz eine Runde rausfahren, weil das wollen wir jetzt erstmal machen. Mal gucken, wie der Wagen sich so handelt. Und ich mache die Musik gleich mal aus. Und dann werden wir natürlich gucken, was wir in diesem Wagen so rausholen können. Ich hoffe, wir können ihn richtig tief machen, weil RS3 Limos auf dem Boden mit vernünftigen Felgen, das ist schon optisch recht ansprechend, muss ich sagen. Da kann man sich nicht beschweren. Ich muss auch sagen, ich mag die US-Scheinwerfer, weil die ja diese Reflektoren außen im Scheinwerfer haben, diese orange Fläche. Das hat das deutsche Modell natürlich nicht. Und natürlich sieht die Front ohne Kennzeichen, wie soll es anders sein, einfach viel, viel geiler aus, weil dieser Grill einfach viel größer und böser wirkt als eben dann beim deutschen Fahrzeug. Wo wir dann eben ein schönes Brett vorzimmern müssen und diese Optik so ein bisschen, würde ich mal sagen, zerstören gewissermaßen. Ja, aber der 15er klingt natürlich auch hier wie im TTS. Sehr geil. Und wie gesagt, ich bin endlich froh, dass wir nach dem 8P mal endlich einen Nachfolger bekommen haben. Wie gesagt, mittlerweile sind wir so weit, dass dieser Wagen schon einen Nachfolger hat. Also wir kommen bei der A3-Baureihe bei Audi, kommen wir einfach nicht auf den grünen Nenner, glaube ich. Das gibt einfach keinen, da müssen wir mit leben. Da werden wir immer eine Generation hinterherhängen. Ich glaube, das ist einfach so ein Forza-Ding. Ich glaube, wir warten jetzt bis zur nächsten RS3-Generation, bis wir dann den Nachfolger hiervon bekommen. Ich finde es aber eine interessante Idee, dass ihr eben gesagt habt, wir nehmen die Limo, weil natürlich wäre es natürlich passender, eben aufbauend auf dem 8P, da dann eben hier auch den Sportback zu nehmen. Wobei man, wie gesagt, eben sagen muss, beim 8P gab es ja nur den Sportback als RS3, es gab keine andere Bauform. Und
Ja, ich wie gesagt, bin aber super happy, dass er reingekommen ist. Zieh natürlich jetzt serienmäßig. Immer hier noch nichts vom Tisch. 400 PS. Lauern hier drunter. Das ist natürlich für Forza sehr wenig. Dementsprechend, wir müssten 400 sein. Dann haben wir hier weniger, weil es die US-Version ist. 399 PS. Ich lag recht richtig. Das ist, ich lasse es mal zählen. Dementsprechend, würde ich sagen, mal ein bisschen Mucke an. Und gehen wir wieder rein und schauen mal, was wir so machen können. Weil ich hoffe, tiefenlich geht da ein bisschen was. Der TTS ging ja optisch schon ganz gut. Vor allem, das stand auf jeden Fall fett da, muss man sagen. Wir gehen mal ganz kurz die anderen Farben durch. Ich muss sagen, das Blau beim RS3 ist schon mit einer meiner Lieblingsfarben, die es zur Auswahl gibt. Wir haben noch Rot, so ein Silbergrau, was sehr edel aussieht. Dann haben wir ein Weiß, noch ein weißeres Weiß, das hier. Und das dürfte dann Nardo-Grau sein, ne? Müsste Nardo-Grau sein. Aber ich weiß nicht, warum hier auf dem RS3, der aktuellen Limo, fühle ich das nicht so sehr. Ich würde sagen, wir bleiben beim Blau, da bin ich schon sehr konform mit. So, wir gehen mal Upgrades und Tuning. Wir schauen mal, was wir so machen können. Wir können natürlich auch Motorswap machen, was wir natürlich nicht machen werden. Ja, sogar einige. 6,2 Liter V8, 1,4 Liter rein, 4er Turbo Rally, 5,2 Liter V10. Oder eben 3 Liter rein, 6er Turbo Rennmotor. Machen wir alles nicht. Wir können auf Heck umbauen, machen wir auch nicht. So, bevor wir ans Bodykit gehen, ich würde mal sagen, ändern wir erstmal die Felgen. Es gibt nebenbei für den RS3 auch eigentlich deutlich hübschere Felgen. Ich weiß nicht, warum sie sich für die entschieden haben. Aber ich würde mal sagen, so typisch Tuning-mäßig müssen hier halt VAG-mäßig als fuck Rotiforms drauf. Ich glaube, klischee-mäßiger geht es halt dann gar nicht mehr. Deswegen, eigentlich müssen wir hier schöne Rotis draufschmeißen. Wir müssen nochmal gucken, was mir denn da so zusagen würde. Ich weiß nicht, warum. Aber die mit gut tief könnten sehr gut wirken auf dem Kollegen. Ich weiß auch nicht, warum. Es könnte auch natürlich an dem Farbschema liegen. Wir packen die mal drauf, weil ich glaube, das Blau mit den... Ja, wir warten mal ab. Spurbreite machen wir schon mal gerade. Das geht... Eieiei, wenn das jetzt noch tief geht, steht das auf jeden Fall gleich... Also man muss sagen, bei den aktuellsten Modellen, die sie so reingebracht haben, meint es mit den Spurplatten wirklich gut. Das stehen, die meisten Karren stehen so brutal breit am Ende. Das ist Wahnsinn. Wir machen mal schöne Semis für die Optik drauf, würde ich mal sagen. Oh, wir haben sogar Sportreifen auf jeden Fall schon mal standardmäßig drauf. Dann würde ich sagen, machen wir die Reifen auch schön breit. 2,65 rundum. Ja, ihr habt gesehen, vorne hat der breiter. Das ist beim RS3 aber standardmäßig so, war beim 8P auch schon so vorne eine breitere Spur fährt als hinten. Das passen wir aber schön umgekehrt an. So, bevor wir Bodykit gehen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt was gibt. Gibt es da was? Ne, da können wir auch direkt reingucken. Das ist sehr nüchtern. Ich habe mir erhofft, dass da vielleicht ein paar Tuning-Teile gäbe. Abt oder so wäre ganz cool. Gibt hier nur die Forza-Teile und hört ihr den brutal felsigen Forza-Flügel und wir können die TK-Bahn. Ja gut, das können wir uns schenken. So, Bremse können wir noch größer machen. Will ich aber sagen, macht, obwohl die bringt schon, aber die macht, füllt schon ein bisschen besser aus. Wir machen schon. So, jetzt hoffe ich, dass das Rennfahrwerk gleich auf jeden Fall manuell noch ein bisschen was zulässt, weil das wäre vorne aber noch mit viel Spielraum verbunden, würde ich mal behaupten. Naja. Wir machen mal Käfig rein, einfach der Optik wegen. Die ist das. Bisschen Gewichtsreduktion. Krass, die Gewichtsreduktion scheppert uns direkt auf S1. Ja, moin. Ja, komm, wir holen einfach mal Leistung aus dem 5-Zylinder raus. Komm, was soll der Geiz? Wir holen jetzt einfach mal Leistung aus dem 5-Zylinder raus. Was soll der Geiz? Komm. Für schnell fahren haben wir den 911 GT3, weil also alles super. Hier können wir ruhig einfach mal ein bisschen Kasala spielen lassen. Wenn wir schon so einen schönen 5-Zylinder haben, dann darf man den auch mal ein bisschen ausreizen, würde ich sagen. Deswegen alles rein, was keine Miete zahlt. Wunderbar. So, jetzt werden wir dem Motor hier nochmal ein bisschen Liebe geben. Kurz mal in die Abgasanlage gleich reinhören, ob die drunter kommt oder nicht. Da ist auf jeden Fall viel mehr so Popcorn dabei, hört ihr? Das ist ja so... Das klingt gut. Das nehmen wir mit. Die Rennabgasanlage gefällt mir soundtechnisch schon sehr, sehr gut. So, große Turbo-Ladarino. Mehr ein bisschen Hubraum. Großen Ladeluftkühler. Ja, ich glaube, es wird ein sehr gutes S1-Auto, weil mehr ist mit dem Serienmotor nämlich auch drin. 765 PS, 863 Newtonmeter auf 1,3 Tonnen aus einem 3 Liter 5-Zylinder-Turbomotor. Muss man sagen, das ist für eine RS3 gar nicht so viel. Die 5-Zylinder können, wenn man möchte, noch ein bisschen mehr ab. Aber na gut. Ich würde mal sagen, damit gehen wir auf jeden Fall fein. Wo ich nicht mit fein gehe, ist die aktuelle Fahrzeughöhe. Ich hoffe, da lässt sich drastisch noch was ändern. Weil, nein, das akzeptiere ich nicht. Also das akzeptiere ich als Höhe auf keinen Fall. Ah, wunderbar. Diese Bodenfreiheit hinten 18 cm. Aber da ging noch ein bisschen was. Das ist schon mal gut. Vorne ging vor allem richtig noch mal was. Das gefällt mir gut. Diff stellen wir noch ein bisschen mehr nach hinten. Sicher. Und dann gucken wir noch mal, ob er jetzt mir optisch passend steht.
Ja, doch, damit kann man leben. Das ist gut. Da vorne könnte noch Mühe, aber es ist schon... Ich finde, er steht vor allem sehr, sehr bullig damit da. Doch, gefällt mir. Doch. Ja, muss ich sagen, kann ich mitleben. Kann ich mitarbeiten. Aber wir müssen eine Zollgröße mehr. Naja, die Felgengröße geht nicht. Die Felgengröße geht überhaupt nicht fit. Also, das ist zu viel Reifen für die Kiste. Ich glaube, der wirkt auch tiefer, wenn wir da ein bisschen mehr Zoll drauf machen. Schöne 20s. Boah, die wirken jetzt schon sehr groß. Kann auch am Felgendesign liegen. Aber die 19 haben gerade einfach zu klein gewirkt. Wisst ihr, wie ich meine? Das war irgendwie... So, das Verhältnis hat nicht gestört. Aber 20s könnte jetzt... 20 zu viel? Nö, draußen geht's wieder. Ich finde, innen drin wirken sie zu viel. Ich finde, draußen kann er die auf jeden Fall vertragen. Draußen schluckt er die 20 Zoll sehr entspannt. Ah, jetzt geht der 15 Liter wenigstens auch. Ich finde es aber immer noch interessant, dass nur der 7er Air Facelift diesen neuen coolen Überrollbügel bekommen hat. Mit den Verstärkungslöchern vorne an der Strebe. Diese dickere Strebe, die ja noch angeschweißt war. Das hat bisher nur der 7er Air Facelift bekommen, sonst kein weiteres Fahrzeug mehr. Ich weiß gar nicht warum, weil ich fand den extrem geil auf dem Käfig. Schade, dass das irgendwie nicht weiter durchgezogen worden ist. Oh, ja, oh, das sieht von... Oh, guck mal, wie gut, wie der rollt. Ah, guck mal hier, das sieht doch schon gut aus. Abgasanlage macht auch genug Rempempem, Pompompom und alle anderen Popcorn-Geräusche, die man gerne von so einer Popcorn-Maschine hört. Der 5-Zylinder drückt auch ordentlich. Da kannst du auch nicht meckern. Ach, guck mal hier. Das geht schon fit. Natürlich jetzt gerade ein bisschen nachher, das ist natürlich rutschig wie Scheiße mit den Semis. Stimmt, wir hätten noch richtige Slicks draufpacken können, aber das müssen wir, können wir uns bei der Leistung halt wirklich noch schenken. Brauchst du halt gar nicht. Aber ist schon. Man kann hier bei dem Wetter schon sehr entspannt Power sliden. Ist aber ja schon so rutschig, dass die Semis hier drauf ein bisschen Bock haben, den RS3 hier seitwärts durch Mexiko zu bewegen. Guck mal hier. Hier vor allem sehr entspannt. Es ist wirklich so, als würde es so ein Driftknopf bei der Karre. Hier. Wenn die Straße leicht nass ist, wir nicht so viel Traktion aufbauen und genügend Kasala anliegt, kann man den Wagen hier wirklich sehr interessant galant ums Eck zirkeln. Das ist irgendwie sehr wild. Gut, ich möchte aber damit auch nochmal ein Rennen fahren. Weil ich dann wenigstens, weil wir da ein bisschen trockenen Asphalt hätten. Ich glaube, das könnte dem Wagen ganz gut tun. Ein bisschen trockene Straße. Dass wir vielleicht auch mal ein bisschen Grip drauf kriegen. So, Solo. Wir hoffen einfach mal, dass das Wetter gut ist. Das wäre zumindest wünschenswert. Und dann gehen wir mal rein. 889er Score, wie gesagt, relativ gut ist 1. Oh ja, das sieht schon schick aus. Es ist einfach echt ein wunderhübsches Auto. Also ich muss sagen, Designsprache von Audi sowieso magnifik. Auch bei den neuen Modellen. Wir haben auf jeden Fall nette Gegner bekommen. Taika, was haben wir noch so alles? Schwierigkeitsgrad passt noch. Okay, wunderbar. Was haben wir denn alles so dabei? M3, M4, ja. Also, ja, M2. Da haben wir sogar zwei M2 sind dabei. So zwei RS3 Kollegen, Gegner haben wir damit auf jeden Fall am Start. Gut, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob der Taycan so Terror macht. Wenn ja, ist da auf jeden Fall nicht mehr der Motor drin, der da mal reingehörte. Uiuiui. Okay, die Vorderbremsen packen auf jeden Fall richtig widerlich zu. Da müssen wir aufpassen, da stellt er sich nicht schon ein bisschen quer an, sogar beim Anbremsen. Alter, yo. Okay, die Bremsen machen aber richtig Arbeit. Also der macht richtig, der kommt richtig gut zum Stehen, der Kollege. Macht auf jeden Fall Spaß zu fahren, da kannst du nicht anders sagen. Ich war gerade mal kurz gucken, ob die Kamera so richtig ist. Es kommt mir so weit weg vor. Uiuiui, alles gut. Also wirklich nach vorne kommen wir gerade nicht. Aber wie gesagt, die Bremsen mit den Semis zusammen. Weiten Bremsweg hat man nicht mehr. Das ist schon sehr kräftig, wie er reingeht. Was ich aber sehr gut finde. Vor allem bleibt er dabei recht stabil. Ein bisschen mit dem Arsch kommt er, aber das ist noch sehr handelbar. Ja, jetzt haben wir gleich das Steuerproblem leider. Den guten Audi Quattro Vibe. Ei, ei, ei. Alter, ich schieb hier jede Kurve ins Nichts.
Da müsste man auf jeden Fall ein bisschen am Setup schrauben. Hoppa, da ist ein sehr quer gekommen. Und jetzt sehr viel dem armen Bauern seinen Garten gerade platt gemacht. Das hätte auch nicht sein müssen. Geht mir auch so trotzdem voll. Wunderbar. Jetzt hier ein bisschen rangeschossen komme. Ja, ein bisschen Überschuss haben wir. Ein bisschen spät. Also ich muss ab einem bestimmten Punkt aufmachen, weil sonst geht es nur noch geradeaus. Und das würde ich gerne vermeiden wollen. Das leichtem Anstellen hier ins Eck kommen wir auch da mal ein bisschen schneller rum. Da muss man ein bisschen werfen, den Kollegen. Ja, komm schon. Oh, ja, diese Kurve verschätze ich jedes Mal. Ich send da jedes Mal die Maulkarre so in die Wand rein. Das ist abnormal. Komm, zumindest vom Teilkant bleiben. Schön vom Teilkant bleiben. Komm, 15 in der Power. Rein da. Hoppa! Ja, sieht so ein bisschen, der Zielanlaufschild so ein bisschen schick aus. Da kannst du ein bisschen meckern. Also, einerseits bin ich happy über den Wagen, weil, wie gesagt, er ist optisch cool und endlich mal ein neuer RS3. Ur-15 der Turbo geht immer. Ich bin halt nur vom Tuning ein bisschen enttäuscht. So ein bisschen Bodykit-mäßiger, da hätte ich mir was vorgestellt. Ich weiß, wird immer weniger mit neueren Autos, ist mir bewusst. Aber ich weiß, es gibt für die Generation auf jeden Fall Abteile. Und ich weiß, das haben sie schon im Stream gezeigt, für den RS4, der reinkommt, gibt es die Abteile. Warum der den nicht bekommen hat? Gute Frage, das wäre nämlich auch ganz cool gewesen, so als kleine Hinzufügung. Aber für das heutige Video würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall raus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mich ganz gerne doch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wo es dann um den 992 GT3 geht. Haut rein. Put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.